Nein. Ich werde nicht singen. Landswin, Hurricane, hier kommt irgendwie Dagobert Duck oder so. Tick, Trick und Track sind auch dabei. Mickey und, nee, Pluto und Goofy, die nicht, aber die werden erwähnt. DuckTales, woo. Okay, reicht das? Ich denke schon, Moment. Gleich kriegt ihr Bild. Bäh. Muss ich hier erstmal von meinem Verbrechen erzählen, was ich hier tue. So, hallo. Erstmal, ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Es ist die gleiche Einstellung wie letztes Mal. Jetzt ist das Bild irgendwie total blass. Ich verstehe meine Kamera nicht. Ich glaube, ich muss mir mal eine neue Kamera besorgen. Ja, ich trinke mal was. Eieiei, das sah auch schlimm aus. Was ich sagen wollte, das hier ist auch illegal, was ich hier mache mit dem Bild. Das ist nämlich gestreckt, weil der NES ja eigentlich dieses 8:7 Format oder so hat. Gar nicht 4:3, aber ich habe halt keine Szene für das Format und ich hatte keinen Bock extra dafür eins zu erstellen, weshalb ich mir jetzt dachte, ach komm, auf 4:3 strecken ist doch auch, ist nicht so schlimm. Ja, herzlich willkommen bei DuckTales, sollte ich vielleicht auch mal sagen. Und ich sollte mal ein Spiel tappen, damit ich auch Dinge drücken kann. Falsch. Was ist falsch? Ist so halt besser. Ja schon, ne? Umso breiter das Bild, desto besser. Oh, es ist 21:09. Das verwirrt mich immer noch. Das ist wahr und mathematisch wahr. Kann ich nicht ausrechnen. Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zum Stream zu DuckTales 1 erstmal. Heute möchte ich ein Double Feature machen, 1 und 2. Durchspielen sollte ja kein Problem sein. Diesmal auch in halbwegs gescheiter Qualität und in Farbe. Denn ich spiele jetzt die NES-Version. Ich habe ja damals die GBA-Version gespielt, GBA, genau. Die Gameboy-Version, weil ich mir halt dachte, irgendwie, das ist so die OG-Version, keine Ahnung. Irgendwie habe ich die mehr gefühlt damals. Und ich denke mir jetzt so, zur Abwechslung machen wir. Ja, aber ich spiele trotzdem nur auf normal. Spiel wieder in die NES-Version. Ja! Achso, ich sollte vielleicht meine Discord-Benachrichtigung machen. Fällt mir gerade mal so ein. Hab ich ja ganz vergessen. Guck mal, ob mir jemand schon zuvor kam. Wenn Discord sich jetzt nicht bald mal öffnet, dann wahrscheinlich schon. Da sehe ich schon eine Benachrichtigung. Ach nee. Richte das mal ein. Okay. Ja, ich weiß selber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. So. Da sind wir. Oh nein, wenn ich jetzt Plus drücke, dann geht die Aufnahme weg. Das heißt, ich mache Unzeigen. Nee, hör mal. Plus. Ja, okay. Zu spät. hätte ich schon rauskopieren können, ne? Voll gut eigentlich. Naja, gut. So, jetzt haben wir es aber auch. Plus aufschreiben. Bin zu kaputt vom Hanteltraining. Oh ja. Schon hart, ne? Gut, Aufnahme läuft. Ich laufe. In komischer Helligkeit. Ich verstehe OBS, oder meine Kamera, was auch immer dafür verantwortlich ist, nicht. Jedes Mal ist die Helligkeit anders, es ist so geil. Sieht man meine Haare nochmal in voller Pracht. Ich habe die frisch gefärbt gestern. Die sitzen heute irgendwie echt scheiße. Aber egal. Ja, ich würde sagen, wir machen es trotzdem wieder schön chronologisch. Ich finde super, wie der Mond da einfach so oben rechts rangeklatscht ist. Ja, was ist die Story? Keine Ahnung. Dagobert Duck will reicher werden und sammelt Sachen in der Welt. Es ist simpel. So. Direkt vom ersten Gegner Damage kriegen. Stark.
Der erste Goomba quasi. Nicht mehr Straßenköterblock. Vielleicht tot. Wisst ihr, woran das liegt? Ich bin DuckTales Remastered gewohnt. Wo man nur X drücken muss, um zu pogonen. Aber hier muss man noch nach unten drücken dabei. Zumindest am Anfang einmal kurz. Da fliege ich einfach in den Infoscreen hier rein. Ist ja auch krass. Schon wieder! Ach, leck mich doch im Arsch. Oh, ich werde so verrecken. Ich bin tot. Ja. Das Spiel ist nicht so schwer. Ich habe das regulär ohne Save States auf dem Original Game Boy mal durchgespielt. Ohne begrenzte Zeit, ne? Ist halt auch kacke. Moment, lass mich nicht nochmal von den Barschen. Oh Gott! Da verreckt es wieder, wenn zu viele Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm sind. Ah ja, hier gibt's ein Geheimnis, ich erinnere mich, zack. Hihihihihi. Boink, 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 boink. Nur nicht im LP. Ja, es war danach. Also das LP war vorher, meine ich damit. Tja, der kam. Wie, der ist respawned. Wie, das ist ein NES-Spiel. Machen wir es ganz klassisch. So. Oh Gott. Ich wusste, dass es passieren würde. Oh, ein extra Leben. Hä? Ist ja unnötig stressig hier. Und gar nicht, dass das Spiel so schwer ist. Ich hab auch nicht unendlich viel Zeit. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, Moment. Ich will den Schatz haben. Darum darf ich ja noch bitten. Miss? Hallo? Okay, ich kann das Spiel nicht mehr, holy shit. Das ist schon ein bisschen peinlich, was ich abziehe. Hallo? Meine Güte. Jetzt gehen die nochmal da unten rein. Oh, die Unbesiegbarkeitsmünze, oder? Ja. Wie weit ich komme. Ja, ne? Oh, fick dich doch einfach. Ja, das war aus Prinzip. So. Meine Güte. Sieht echt gestreckt aus, ne? Ist schon nicht geil. Weniger gestreckt als beim Let's Play. Von daher haben wir gewonnen. Oder so. Meine Güte. Videospieler. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Schon direkt am Anfang. Startet Spiel schon. Das ist aber nur noch peinlich hier, ey. Kannst ja keinem erzählen hier. Ist gerade so ein Learning. Gerade nochmal. Wie das Spiel nochmal funktioniert. Ist gerade das eine Ding verschwunden einfach? Ich glaub schon. Boah, wie das ruckelt. Ja, ja. Videospieler.
Ich gehe einfach nach oben. Ich krieg ja nichts davon, wenn ich hier nur am Rumverrecken bin, ne? Bringt ja nichts, sage ich euch. Ich habe ja alles gezeigt. Meine Güte. Ja, what the fuck? War das Spiel schon immer so scheiße? Kann mich nicht daran erinnern, um ehrlich zu sein. Der Bruchpilot. Ey! Moment. Oh! Alter, lass mich die ganze Zeit dumm treffen, aber holy moly. Oh, lol. Nett. Ich bin so dämlich, Alter. Ich bin so dumm. Bin ich schon Game Over? Nee. Ja, wie war das noch mit der Stream wird kurz? Uff, ich bin komplett zu dämlich gerade. Ich kann das Spiel gar nicht mehr. Alter. Ja, wo ich hier aus denen gelandet bin, muss ich auch durchziehen, ne? Das war Skill. So wie jetzt das Spiel von Capcom ist. Das ist wild, wa? Bring mir nicht so viel die Eise, wenn ich noch gar kein Damage genommen habe. Ja, danke. Jetzt krieg ich wieder über auf die Fresse die ganze Zeit. Man muss ja auch nicht immer überall hochpogeln, ne? Ich wusste, dass das passieren würde. Du kleines Drecksviech, Alter. Ich safe jetzt setzen oder werde ich dann geköpft? Ey, Quack. Gib doch mal Eis jetzt! Gib Leben! Yo, want to live back to Duckburg? Nein. B ist hier, ne? Safe State, da. I? Ich muss I drücken, das ist ja komisch. Also WP warst du jetzt schon durch. Na. Je schneller der Stream vorbei ist, desto besser. Natürlich. Soundeffekte, Alter.
Ja. Scheiße, nicht benutzen können. Naja. Der ist hier rumflackert. Kommt immer wahrscheinlich direkt Nachschub, sobald der tot ist, wa? Geh! Mit Gott, aber geh! Oh Gott! Was ist passierend hier? Oh, wir sind schon beim... Nee. Pay the to pass through here. Yes. Oh, du brauchst tatsächlich Geld. Hätte ich nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Sehr dämlich. Toll. Ich hab nicht mal Geld irgendwo. Oh. Ich bring kein Geld, ne? Das ist alles eine mittelschwere Enttäuschung hier. Da will ich hin. Ne, so nicht. Das ist schon dumm, so ein bisschen, hier gerade, was hier passiert. Muss echt gehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das eine Sache war. Uff. Ich fange das Spiel nochmal von vorne an, okay? Gott! Okay, wir hätten jetzt schon keinen Bock mehr, Alter. Holy moly. Können die Dinger nicht immer direkt verschwinden, sobald ich sie sammeln will? Holy. Geh mal jagen. Viel Erfolg dabei. Kann nur erfolgreich werden, dass das, was ich hier gerade abziehe. Offensichtlich. Ja, fickt mich doch alle noch mehr hier, bitte. Ja, ja, ja. Kann ich auch aufboxen, zack. Oder auch nicht. Ach ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Extra Leben. So, jetzt aber auch mit hier, mit mal ein bisschen, ne? Ja, genau so. Da mal was in der Ecke, ne? Da-da-da-da. Da habe ich erstaunlich wenig Spaß tatsächlich. Was ich so auch nicht erwartet hätte. Versuch das manchmal, ne? Alter, da hat er nicht gepogot. Oh. Ja, spawn mich. Fuck you! Doch gepogot.
zack, 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 zack. Nein. Vorhin nicht passiert. So weh, dass ich Geld bezahlen muss. Hab ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das war ein interessanter Kill. Wieder die Wiener, nehme ich einfach killt auf halber Strecke. Was soll denn das? Komm ich da drum rum? Ein bisschen Geld war da ja noch, ne? Hoffen wir genug. Nein. Bäh. Okay, ich hab genug. Mein Gott. War es in anderen Leveln wahrscheinlich auch so. Kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Na komm her. Macht tolle Geräusche. Danke, I guess. So, fuck you doch! Okay, das nehme ich nicht an. Den Hit, den akzeptiere ich nicht. Da muss jetzt erstmal gestatet werden. Wo ist Safe State Funktion? Da, ich vergesse hier immer. Wo sie ist. Digga! Geh mir ja auf den Sack! Was ist das denn? Wie die jetzt alle was droppen, was ist das denn? Das ist lange Blinzeln. Ja, ich will das doch auch nicht mehr! Ich kann nichts dagegen tun. Seine Sucht oder so. Boah, Hilfe! Ja, das Spiel blinzelt ja auch ein bisschen. Okay. So, du Stück Scheiße. Der ist Selbstsucht. Schon ein bisschen. Na, du kleiner Ficker. Use your cane to defeat the treasure keepers. Ist das so? Ein Bonusleben. Das gefällt mir. Oh, schon der Boss. Boink. Der sollte eigentlich noch kein Problem sein. Sage. Ich hatte nur einen Hit. Das ist passiert. Bitte? Ich spawn von hier? Er geht schneller, wenn ich den Safe State lade. I don't fucking care. Was ist das denn? Okay, das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Vor allem, jetzt habe ich die ganze Zeit nur einen Hit, ne? Ah, warte mal, dann. Ja.
Na, fick dich doch einfach. Meine Güte. So ein Gefricke hier, Alter. Ich weiß. Das ist alles sehr schlecht hier. Okay. Danke. Woo! Hat ja nur 26 Minuten gedauert. Digga. Hilfe! Boah! War ja absolut furchtbar. Transsilvanien. At this point, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie das ist, wenn ich Game Over gehe. Ob ich dann das Spiel quasi neu starten muss oder ob ich nur das Level neu starten muss. Deswegen verzeiht es mir, dass ich hier einmal stage, damit das nicht passiert. Ach, diese Spiegel. Ich kann die Köpfe von ihnen weghauen, ne? Und unter. Hallo. Help, you has been kidnapped. Save him, please. Nein. Ich will doch verrecken, das dumme Kackkind. Das war die beste Unbesiegbarkeitsmünze, die ich jemals hatte in meinem Leben. Unbesiegbarkeitsmünze. Gibt's zu viele Wege. Da ist ein Panzerknacker. Hier springen. Hey. Thanks, Uncle Scrooge. Guess what? This house has an illusion wall. Will ich das wissen? Hey. Ich mag die Animation. Ja. Hat er nicht gerechnet. Bewegst du dich nur in die Richtung? Nee. Wilde Weltkarte, ja. Die ist simpel. Es gibt viele Wege hier. Illusionary Wall gefunden. Oh mein Gott, ich halte einen Hit mehr aus. Leck mich doch am Arsch. Aber positiv. Leck mich positiv am Arsch. Hui! Bam, bam. Boah, die Ultra-Kombo mit Leben. Hab ich's nicht. Ja, okay, ich wusste doch, da kommt man rein und portet sich hier mit unter. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich hab Angst, okay? Ich hab Angst vor mir selbst. Ach ja, das war das. Da kann ich auch nichts mehr machen. Ich weiß doch nicht, wo ich gerade bin. So. Okay.
Den muss ich auch irgendwann wieder... Fake. Geld bezahlen. Noch ein Leben. Oh mein Gott. Geht ja ab hier. Fuck, seit dem Handy-Update weiß ich auch nicht mehr, wie Screenshots gehen. Dann sage ich jetzt hier 15 Blindzeichen. 13, 15. Ich wusste nicht, dass sie mehr, dass sie nochmal Damage machen können. Ha, ich wusste es doch. Hehe. Hier entdeckt man Geheimnisse. Oh, das war dumm. Ich bin befreit. Dass du jetzt auch in die Richtung gehst, ne? Ich sollte mir jede Möglichkeit von Geld mitnehmen. Bin ich wieder hier? Ich glaube schon, ne? War das ja schon mal ein voller Erfolg. Ach, never mind, warte mal. Denn. Gibt's denn nicht noch einen Weg nach oben? Ich wusste, dass es schlecht ausgehen würde. Gerade so gedacht, ich sehe jetzt eh keine andere Möglichkeit, außer hier Game Over zu gehen. Wow, echt jetzt? Ja! Wow. Tja. Achso, ich bin gar nicht hier lang eben, ne? Bin ich hier? Doch, keine Ahnung. Macht nix. Ich brauch mehr Nahrung. Ja, ich fing das Level an. Cool. Ja doch, hier war ich ja auch. Hä? Es gibt keine Wege mehr, Leute. Ich bin alles abgegangen. War hier einfach nur nicht, ne? Ja, wie soll man da durchkommen, ohne Damage zu nehmen? Boah, sind immer die schlimmsten Arten von Gegnern in so 2D-Plattformern alt. Die einfach so von links nach, die einfach so einmal durchs Bild hasseln. Und die du einfach so gefühlt nicht ausweichen kannst, obwohl es so einfach sein sollte. Aber du kriegst es einfach nicht geschissen.
Danke. Das hatte ich bitter nötig. Wenn jetzt so ein Geist eingeschissen kommt, ne? Ich kotze auf den Tisch. Fällt mir schon mal, was ich hier sehe. Wieder am Anfang. Was ist das denn? Wo muss ich denn hin? Sag mal. Okay. Und existiert hier hinten auch eine Illusionary Wall? Wahrscheinlich sogar. Nee. I don't get it. Nett, dass er an der Kante aber weiterläuft. Weich. Hier kommen wir auch gleich nur links wieder. Ja. At this point kann ich mich nur noch opfern. Ach nee. Das respawned, okay. Opfern wollen. Ah, Transylvanien ist immer so verwirrend, ne? Ja. Also wieder hier. Na! Sag mal, aktiviere dein Pogo, Alter. Hier kann ich auch nicht rein, okay. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. There is no way. Hier war die Wand, aber da komme ich ja dann auch nicht weiter. Ja, das ist ja auch super geil jetzt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. What the fuck? Okay. Ich bin halt gesprungen. Dann halt nicht. Digga, mach nicht diesen. Alter! So, da war ich ja auch. I don't get it!
Ich war überall. Hä? Ja, es hat auch einfach Quiet Little Bullshit, diese scheiß Gegner da, die einfach meinen, mir auf den Sack gehen zu müssen. Boah, nee, Alter. Alter, ich hab doch gepogelt. Wieso? Ich bin so weit weg, Alter. Alter, geht mir halt nicht auf den Sack, holy moly. Alter. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es gibt keinen Weg mehr. Hä? Ich soll die Sachen mitnehmen. Gehen mir so auf die Nerven, ne? Hab ich besoffen? Ne, achso, doch hier, auch hier war ich mal, ne? Da bin ich jetzt wieder am Anfang, ne? Ja. Hä? Ich raff hier gar nichts mehr. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich gerade wirklich Spaß habe. Komm, das hat dann noch Damage gemacht. Ja. Jetzt an, dass der noch kurz dran hing.
Piss off, Alter. Ja, keine Ahnung. Es existiert kein Weg. Dieses Spiel lügt mich einfach nur noch an. Muss ich jetzt echt, ich google jetzt, also ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ist ja beschissen. What the hell? Einfach nur. Transylvania Map. Das hilft mir so gar nicht. Okay, es ist wohl eine Illusionary Wall. Okay. Ich soll wieder reintappen. Weiß nicht, wo ich jetzt gerade bin, exactly. Ich bin schon richtig, tatsächlich. Wow, geil. Ist ja endlos dumm. Ach so. Gott, bin rausgetappt. Diese Kackviecher. Nett, wie viel Eis hier rumliegt. Boss. Ach, gut, der Gaukelei, natürlich. Wir nennen natürlich auch Gundula Gause. Ist ja klar. Weil ich keinen Bock habe, alles wieder neu zu machen. State ich jetzt einfach. Ihr könnt mich alle mal. Ich habe keine Ehre, die habe ich schon vor Jahren verloren. Ist das nett, dass sie jetzt gerade so weit unten ist eigentlich? Okay, ich glaube. Ne, ich glaube gar nichts mehr. Kann du doch so treffen. Okay, den Treffer akzeptiere ich nicht. Wo spawn ich denn? Ja, okay, komm. Aber ist mal halbwegs legal hier. Ja, 400.000 ist auch cool eigentlich. Jetzt kann man einfach warten, bis sie immer so halbwegs auf dem Boden ist, ne? Ne, hallo? Frechdachs? Ach so, die geht da dann runter, wo ich quasi unter ihr bin. Naja, oder auch nicht. Boah, jetzt lassen mich aber auch die ganze Zeit dämlich treffen, ey.
Okay, hat gereicht. $1 Million war der wert. Uiuiui. Coole Sache. Total Money, Land Money. Afrikanische Minen sind ätzend. So. Haben wir dann Safe am Anfang? So. Oh, diese komischen Schnecken. Ich glaube, die waren nicht nervig. Ja. Wieso mache ich das? Guck mir das an! Was ist das? You need a key to get in. It's in Transylvania. Erstens, warum weiß dieser grüne Bastard das? Zweitens, wo? Direkt die Map wieder hier raussuchen. Ist doch hier bestimmt drin, oder? Nein! Okay. Wo ist der dumme Key? Boah, ich habe so keinen Bock mehr. Holy shit, ich habe nicht erinnert, dass es wie so nervig ist. Ehrlich. Ah! Okay, was auch immer, Alter. Der Typ vom Movieflot hat gesagt, dass Biff Tan neben Schurken wie Darth Vader und der des nach nicht gegangen wäre, genannt werden sollte. Okay. Okay, wow. Das ist ja interessant. Eureka als Skeleton Key. Du gemein. Alter, ich verstehe das Spiel nicht. Danke. Ah. Oh. So. Ups, Mist. Jetzt muss ich schnell durchrennen hier. Ob ich noch was abgriefen kann? Nee. Hm. Aha! Illusionary Wall! Oh, das sieht wichtig aus. Das ist ein Leben. Ein Leben ist nicht wichtig, aber trotzdem, nicht schlecht. Hm.
sind mir jetzt wieder zu viele Wege hier, ne? Ja, Transsilvanien geschafft. Vor allem auch mit, Achso, hier war ich jetzt gerade, ne? Doppelt geschafft. Yeah. Oh, die Bitch, die gibt mir doch immer, ja genau, hier. Oh. Wie heißt sie noch? Ich habe ihren Namen vergessen. Oh nein. Da habe ich damals gestatet, ne? Hm. Frieda! Das F hat schon gereicht. Okay. Jetzt sind die aber immer so groß. Seht ein Treasure. Okay. Meinetwegen. Unsere Frieda, Zitat Bestoff. Ja, damals war ich nur nett, ne? Unsere Frieda und jetzt so die Bitch. Ich habe mich verändert. Ich kam in die Pubertät und alles änderte sich. Oh, schon Boss? Na, das ging schnell. Oh, der. Ja. Okay. Okay. Komplexer Bosska. Oh Mist, hat mich doch nochmal getroffen. Ja, reicht ja noch jetzt, ne? Ich glaube, ja. Das war, ich habe, glaube ich, viel geskippt hier gerade, aber naja, ich nehm's mal, ne? Aber schon witzig, dass man irgendwie nur im ersten Level wirklich Geld sammeln musste, um weiterzukommen. The Himalayas. Ach ja. Hier kann man nicht pogonen. Das ist doof. Na, freut ihr euch schon auf den Mond gleich? Ich schon, aber nur wegen der Musik. Ja, Bergziegen. Direkt aufs Go-Vacation. Boah, ist auch ein Gefriemel hier. Ich wurde getrollt. Holy shit. Den nehme ich. Den kleinen Dagobert. Wer kennt's nicht? Das Wolkenresort. War mein Liebstes. Na du, Würstchen. I will live back to Bergberg, Mr. McD. Nein. Eisphysik. Habe ich euch schon mal erzählt, dass Eislevel schlimmer sind als Wasserlevel? Ich weiß es nicht. Aber es ist der Wahrheit. Der Wahrheit. Auch nicht ganz so gut gealtert, die Werbung. Geh die Kante runter. Ich wusste, dass es passieren wird! Du kleines... Icke-Bicke. Du Icke-Bicke. Egal, ich habe ganz viel Leben. Ganz entspannt hier, ne? Wir stressen uns nicht. Trolltails. Wow, wie hat er mich da erwischt? Okay, ja, ich komme hier durch, okay. Weird. Ich kenne euch Hockeyspieler noch. Warum auch immer hier seid. Warum ihr mich verletzen wollt. Das ist die noch viel wichtige Frage.
Danke, dass dieses Eis einfach so aus dem Nichts kam. Wie gesagt, ich hier gut Eisphysik. Das muss ich mir jemand erklären. Ich glaube, ich mache das lieber anders. Wieso ist hier ein Panzerknacker? Warum ist hier ein Penis? Fragen über Fragen! Ich besiege ihn nicht. Verdient er gar nicht. Ich wusste, dass da irgendwas passiert. Ich wurde wieder getrollt, Tails. Verletzt bei einer Bücherverbrennung, musste da an dich denken. Ich habe mehrere Fragen. Warum warst du bei einer Buchverbrennung? Warum musst du an mich denken? Denk bei Buchverbrennung immer als erstes an das Bücherverbrennungsmobil aus Hit'n'Run. Ja? Es ist schrecklich. Springen! Uiuiui. Auf der Eichel wird gestatet, habe ich gehört. Klingt wie so ein Film, ein Erwachsenenfilm. Wenn man sich duckt, bleibt man stehen. Das ist ja hochgradig interessant. Da war eine Torte, die ich habe. Die ist weg. Wie im echten Leben. Oh, Boss. So ist es, wie ich das Spiel durchspielen will. Nicht wie in den ersten beiden Leveln, wo ich nur auf den Sack bekommen habe. Im ersten von den Gegnern und im zweiten vom Leveldesign. Ja, kannst gar nichts. I guess. Ich weiß sogar noch den Boss vom Mond. Den kenne ich noch. Richtiger Heslon. Kann schon sein. So Leute, ab geht's. Aua. Ah, jetzt hört es an, wie ich es hören will. ja gut, dann halt nicht. Please hold the line. Ja. La. Ist schon ein Banger. Ich sollte vielleicht mal speichern, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Wie ich hier das Skeleton-Item noch als Key-Item hab. Ist ja bescheuert. Geh ich erstmal weiter. Ich glaube, das kracht Boom-Ende irgendwo, oder? Oder war das nur im Remake? Gegner sind ja irgendwie schon so Kraftmomenten. Die ist schon ein harter Banger, obwohl es 8-Bit ist. Das ist schon krass. Ah, ja. Find Gizmo Duck's Remote Control, when he can blast the wall. Ja, genau, so war das ja. Ich erinnere mich wieder ein bisschen. Gizmo Duck dürfte Krachmomente sein. Warum auch immer, der so heißt. Ich mag das ähnlich sein. Machst du ein Outro zu dem Video?
Hallo YouTube. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch, dass die Dinger wehtun. Da komme ich, glaube ich, nur raus. Wieder aus dem Raumschiff. Aus dem Rausschiff, haha. Ich kriege wieder viel bessere Laune beim Spielen bei diesem Lied. Ja, wie jeder Gegner hier gefühlt Leben droppt. Der Leben war dann, ich meinte Geld. Komm, gönn mal hier essen, so, das fände ich geil. Danke. Man muss einfach nur nett zu dem Spiel sein, dann ist das Spiel auch nett zu dir. Deswegen war ich früher immer so viel besser. Ich weiß nicht wirklich, wo die Remote Control ist und ob ich so genau nicht lang muss, aber... Sag mal! Was ist hier los? Niemals. Wenn ich die Nicht-Platin-Version habe, will ich das wirklich tun hier? Muss ich das tun? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, ein Safe State soll da die Sachen ein bisschen einfacher machen. Oh ja, da ist es, hä? It's a hidden treasure. Never mind. Aber egal, nehme ich auch. F4, ist das Geheimnis? There's a key inside the UFO, we can't go on without it. Leck mich doch am Anus. Denn der juckt mir schon wieder. Und vielleicht hilft das ein bisschen gegen die Schmerzen des Juckens. Denn Jucken, denn Schmerzen jucken auch. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade schon wieder fabriziere. Die Bitch Englin, ja. Neffi, nee, Necki, nee, wie hieß die nochmal? Nicky oder so? Alter, das sind aber die dümmsten Treffer, die ich mir gerade ein Neffi. Sag mal! Das war jetzt, das war den. Nicole. Twitch. Ich weiß, es ist bei DuckTales Remastered dann, war ich hier jetzt oben schon mal? Weiß ich nicht, nee, glaub nicht. Gab es, den Pro-Mode, wo man dann auch wieder nach unten drücken muss, damit man progoen kann. Werde ich aber ganz gekonnt deaktivieren. Was machst du denn da? Okay. Kollege. Ich komme später nochmal wieder, okay? Aber hier war ich ja. Ach, ich bin so dumm. Ja, dann muss ich da wahrscheinlich tatsächlich rein, ne? Dann muss ich da rein. Geht schneller, wenn ich so mache, vermutlich. Mann! Oh, der ist direkt durch.
Leben macht keinen Spaß, wenn irgendwie alles eklig kantig ist. Ach cool, ich spawn mir am Anfang. Das ist der Herz allerliebst. So, sind wir direkt wieder hier. I don't get it. Genau, lass ihn einfach da. Er ist eine Ablenkung. Okay, da links kann ich auf jeden Fall lang. Geh jetzt auch erstmal lang. Ja, warten kann ich mir alleine. Vielleicht wurde mein Safe State geladen, ha? Huh? Ich habe da so ein Gefühl. Fick dich doch! Das war hier, als ich das... Alter Schwede. Ach ja. Jedoch, was war das, den Moonwalk? Ein Hidden Treasure. Das ist doch alles Kacke. Ja, wir brauchen Schlüssel, ist okay. Mann! Alter! Wenn, dann werden wir von allem getroffen einmal. Einmal durchgereicht. Ja, kann ich jetzt wieder nicht mehr schaffen. Oh, vielleicht doch. Weil ich endlich Skill habe. Juhu. Es ist so lange her. Ach, wie, du kannst mir wirklich gerade mal so ein bisschen die Eier knutschen. Weißt du das eigentlich? Alter. Manche Treffer sind so dämlich. Buggy, dumme Stelle. Fuck mich doch nicht ab, Mann. Hätte mir so viel einfacher machen können. Ah, it's the key to the UFO. Das ist schlecht. Das schaffe ich nicht. Wobei, ich kann mich hier rausarbeiten, hä? Was passiert, wenn ich mich zurück nach Duckburg ducke? Ich mache das einfach mal. Funny. Das ist schon mal alles safe. Jetzt bin ich wieder full life. Ohne Lebensverlust. Big Brain Move. Oh, ich kann nochmal alles sammeln.
macht's ja noch besser. Ja, voll der OP-Move. So, jetzt muss ich gerade nochmal den Weg finden. Ich glaube, hier war die, ne? Nein. Noch einen weiter oben. Ja. Verdammt. Bless me backpipes. Na, Moin, ich muss ihn richtig synchronisieren. Bless me backpipes. Now Gizmo Duck can blast that wall. Wall. Wall, nicht wall. Oh. Droppen die schon guten Scheiß und ich bin zu schnell. Und langsam wird's witzlos. Welchem Universe auch immer das. Ach, weißt du was dann? Machen wir es jetzt mit P0. Ist jetzt eh Ende. Gab's noch einen Endboss? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, ne? Ist aber vorbei dann. Bei Remastered gab's natürlich noch Bonus. Abschnitte und so. Auf meiner Transe. Ja, bitte. Ne, jetzt gibt's ein. Jetzt gibt's Safe State. Jetzt könnt ihr mich mal. Aus gutem Grund. Düb, 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 düb. Das ist ja richtig mieses Reuden-Timing jetzt auch einfach, ne? Eieiei. Mm-mm. Ups. So, Gizmo Duck, spring mal Dinge. Da ist er! Bam! Geil. Ich hab kurz das Spiel kaputt gemacht. Alright. Ist okay. Ja, wirklich. Ist da nicht der Endboss dann? Irgendwas klingt bei mir aus dem GB-LP. Ja, ich glaube, der Boss von von Mond ist jetzt dann quasi auch der. Du kleiner Lecker, wirklich. Das hast mir doppelt Damage gemacht. Und das kriege ich nie wieder. Was macht ihr uns auf dem Mond, ihr kleinen Pferdewürstchen hier? Was soll das denn? Habt ihr nicht ein paar Panzer zu knacken oder so? Geil, jetzt kann ich nur zwei Treffer aushalten. Hallo Ratte. Ich will nicht mehr leben. Wie hat mein Wunsch erhört, offensichtlich. Alter! Überleben gerettet irgendwie. Ungewollt. Fucking Panzerknacker. Fick dich doch! Wieso triffst du mich immer zweimal, du kleines gelecktes Kackwürstchen? Boah, Junge, ich bin so geladen. Die laufen ja immer nur so ganz unschuldig lang und ficken mich einfach. Geht doch. Meine Fresse! Glaube ich, ein bisschen Glück haben, dass der zu den richtigen Kanten springt. Okay. Der grüne Eichekäse des Mondes. So, das war's.
All land clear. Das ist kein Englisch, aber egal. Oh Gott, Epilepsie-Warnung. Haha, if you want to get back the treasures, come to Dracula Duck Manor. Kam doch noch was. Willkommen in Transsilvanien. Sag ich doch, Huso. Ey. Also nochmal Transsilvanien, Alter. Das hab ich jetzt wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Uff, Alter. Aber wer weiß schon wo, ne? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Dann öffne ich einfach mal wieder meine Lieblingsmap. Ja, nee, keine Ahnung. Guck mir jetzt ein YouTube-Video an. So, der ist tatsächlich nochmal. Ah, ja, doch. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Der ist tatsächlich in dem gleichen Bereich ganz simpel wie. Oh Gott, ey, ich will jetzt durchkommen hier, los. Die bist du Bullshit? Ach, keine Ahnung. Ich lass mich überraschen. Meine Fresse, dass ich nicht immer reintappen muss. Ja, hier. Also immer wieder Transsilvanien ist, Alter. Was ist das denn? Haben die geraucht. Ich wusste, dass der mich trifft. Dieser hässliche Bastard. Jan, den hässlichen. Still, man muss sich also hocharbeiten mit den. Ja, funktioniert super. Mhm. Sure. Ja, das ist meine angenehme Höhe hier. So kann ich arbeiten. Na, okay. Das war Bullshit. Gut. Ist davon abhängig, wo ich halt stehe. Ich hab keinen Bock mehr. Meine Güte. Meine Fresse! Oh, mach die doch nicht so scheiße, Mann. Warum fliegen die denn auch so 90 Grad wieder nach oben gefühlt? Was ist da los? Das war ja mal Oberbullshit. Alter! Können die noch beschissener fliegen, bitte? Alter.
Ey, was ist denn das für ein Timing? Ich hab losgelassen. Den Pogo-Knopf losgelassen und ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Boah, ich war mal besser in dem Spiel. Ich krieg das halt gar nicht mehr gebacken. Ja, die Fledermaus ist auch verwirrt. Ich auch. Ey, das ist so dumm. Ey, was ist das? Das Leben macht keinen Spaß mehr. Alter Schwede, ist das gerade ein dummes Timing von dem aber auch. Boah, nee. Boah, nee. Ich bestimme eine Version, bestimmt ist die Game Boy Version viel besser. Ey, das ist so dumm, ich hab nur so kurz Zeit. Der platziert da deine Scheiß Fledermäuse so kacke. Was soll ich denn tun? Boah, geht der mir gerade auf den Senkel, Alter. Alter, ja, komm. Da war irgendeine unsichtbare Wand. Da oben ist nämlich eine und ich weiß nicht warum. Ja, genau. Alter. Alter. Der Endboss ist ja mal so scheiße. Alter, was zum Fick? Warum fliegen denn diese Fledermäuse ultimativ scheiße? Wer hat sich das ausgedacht? Danke. You may have beaten Dracula, Dark, but not me. If you want the treasure back, you'll have to catch me. Ach ja, jetzt kommt der Spaß noch. Kommt der einfach nochmal angeschissen? Dem weiß ich gerade auch, und warum der ständig schadet. Naja, weil der halt dumm designt ist. Also zumindest diese Fledermäuse da. Okay, Dagobert schwebt einfach irgendwie durch die Weltgeschichte jetzt. Scrooge remains the richest duck in the world. Daring explorer Scrooge McDuck has found the five legendary treasures making him the richest duck in the world. You're an expert treasure hunter. Total money 8.518.000. Ja, ist ja eigentlich ein Monatslohn nur von mir. Hooray,
angry Scrooge. We are glad you found the treasures, but don't forget we helped you. We have two. Kapitalismus. Die sind auch schon komplett geschädigt und finden das toll, wenn er Geld sammelt. Kniebeugen! Right, lads, I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. Ich vermische irgendwie verschiedene Dialekte. End. Ja, das war auf jeden Fall DuckTales 1. Hoffen wir, dass es ein bisschen schneller geht, jetzt wo ich den Groove wieder hab. Ja. Und dann starten wir gleich mal mit Teil 2, aber erstmal mache ich Kniebeugen, wa? Boah. But why? Naja. So, wer jetzt schon Teil 2 will. Ja. Tschö.